es manchmal geil, Videos zu machen, wo so kein anderer machen würde? Das war auch so ein Grund, warum ich damals mit dem Drogen-Content angefangen habe. Wenn was edgy, verboten, gesellschaftlich nicht anerkannt, tabu ist, übt das häufig bei mir einen Reiz aus. Sex für Geld fällt natürlich ebenfalls schon in einen gewissen Tabubereich. Es gibt ja auch schon einige Videos zum Thema Escort, aber was diesen anderen Videos fehlt, ist, dass ich in keiner der Videos die Escort wirklich bange. Und ja, das ist jetzt genau dieses Video. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video wirklich machen soll, weil ich bis jetzt noch nie für sexuelle Dienstleistungen gezahlt habe und ich nicht wusste, ob ich diese Grenze wirklich überschreiten soll. Also selbst außerhalb von dem Video gab es mal Situationen, wo mich Freunde gefragt haben, ob ich mit in den Puff will, was ich immer abgelehnt habe. Man hat da schon irgendwie einen gewissen Stolz. Ich bin doch ein krasser Typ. Ich bin doch keiner, der für Sex bezahlen muss. Aber dann fiel mir ein, dass, obwohl ich ein krasser Typ bin, ich irgendwie gefangen war in einem Körper von jemand, der nicht so viel Sex hat wie ein krasser Typ. Ich kam mir schon hart untervögelt vor und ich hatte auch in letzter Zeit kein Girl kennengelernt, was ich irgendwie interessant finde. Und zusätzlich habe ich noch in der Zeit, wo ich darüber kontempliert habe, ob ich das machen will, sehr viele Leute kennengelernt, die schon Escort-Erfahrungen hatten, wo ich es nicht erwartet hätte. Bis dahin hatte ich so den Eindruck, dass bezahlter Sex hauptsächlich für Leute ist, die unbezahlt keine abbekommen. Aber wie ich dann erfahren habe, buchen auch viele Escorts, die ein leichtes Spiel bei Frauen haben. Jetzt nichts gegen Leute, die ein schweres Spiel bei Frauen haben. Ich habe wirklich kein Problem mit CDU-Wählern. Okay, doch schon. Lutscht meine Eier, CDU-Wähler, dann bekommt ihr wenigstens ein bisschen Action. Ein weiterer Aspekt, der mich dann doch dazu bewegt hat, bezahlten Sex zu haben, war, dass mein Lebensmotto ist, dass ich schon so die ganze Bandbreite des Lebens auskosten will. Und da kann man ja auch mal bezahlten Sex probieren. Jetzt musste ich nur noch die Escort meiner Wahl finden und habe da die unterschiedlichen Seiten durchstöbert und machte mich auf die Suche nach einer High-Class-Escort. Ich wollte natürlich schon die Premium-Erfahrung. Steht auch meistens eine genaue Auflistung, was so sexuell für die Frauen okay ist und was nicht. Hier zum Beispiel Gesichtsbesamung, nein. Das ist natürlich ein Ausschlusskriterium für mich. Sehr kacke ist, dass bei den meisten Seiten keine Gesichter zu sehen sind und häufig muss man zahlen, um die Gesichter zu sehen. Bei einer Seite habe ich sogar gezahlt und dann wurde da auch nur ein kleiner Teil von den Gesichtern freigeschaltet. Ich hatte mich dann irgendwann für eine entschieden und genau zu dem Zeitpunkt habe ich mit meiner Ex-Freundin geschrieben, sodass ich ihr im Laufe der Konversation einen Link zu dem Profil der Escort geschickt habe und meinte, ja, die bang ich demnächst für ein Video. Und dann meinte sie so, dass die Escort-Seite etwas wenig Stil hätte und dann hat sie mir einen Link zu einer anderen Dame namens Ellie von einer anderen Escort-Seite geschickt und meinte, dass die doch deutlich mehr Stil hätte. Ellie, angeblich 22 Jahre alt. Die lebensfrohe Luxus-Escort-Lady Ellie steckt voller Überraschungen. Sie genießt es sehr, dem geheimnisvollen Nebenjob als Escort-Lady nachzugehen und somit eine willkommene Abwechslung zu ihrem Studiumsalltag zu schaffen. Lieblingszitat: Why be moody when you can shake your booty? Kundenbewertungen: Ellie war wirklich eine Granate. By far the best sex I've ever had in my life. Und ja, ich musste meiner Ex-Freundin da recht geben, die Seite schien wirklich deutlich stilvoller, weshalb ich dann eine Nachricht an die Seite schrieb, ob denn die Ellie demnächst frei ist und ob sie dann auch Bock hätte, bei einem Escort-Selbstexperiment-Video am Start zu sein, was dann tatsächlich bejaht wurde. Eine Woche war es dann noch hin zu meinem Sexdate und genau in der Woche habe ich dann eine Dame kennengelernt, wo sich auch eine romantische Beziehung anbahnte. Und ich habe dann gefragt, ob es für sie cool ist, wenn ich die Escort für das Video bange, und für sie war es cool. Daraus entwickelte sich dann sowieso doch keine romantische Beziehung, sondern der größte Toxic Shit, der mich depressiv machte, sodass ich 2 Monate Auszeit in Thailand gebraucht habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Am Stichtag war ich schon sehr nervös. Die Escort kommt in circa 2 Stunden. Ich habe jetzt bei mir alles aufgeräumt und habe hier so, keine Ahnung, eine ganz chillige Stimmung verursacht. Ich hoffe, das passt. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr aufgeregt. Ich bin schon sehr aufgeregt. Hab sowas noch nie gemacht. Irgendwann um 21 Uhr klingelte sie dann bei mir.
Wir setzen uns hin und haben erstmal geschnackt. Den Premium-Preis zahlt man ja auch vor allem für die Girlfriend-Experience. Also das bedeutet, dass es nicht nur um den Sex geht, sondern auch darum, dass man vor dem Sex tiefe Gespräche hat, die dann so eine Bindung aufbauen. An sich war das Gespräch nett und vor allem witzig. Sie ist schon so ein spaßiges, lustiges Fun-Girl, aber charakterlich wäre die jetzt nicht so wirklich mein Typ. Also wenn ich dieses Gespräch mit ihr gehabt hätte, nachdem ich sie in einer Bar kennengelernt habe, wäre ich jetzt nicht interessiert gewesen, diese Dame zu meiner Girlfriend zu machen. Das Gespräch war nett, aber ich habe keine echte Chemistry gespürt. Aber das hat wirklich nur mit meinem persönlichen Geschmack zu tun. Männer mit einem anderen Geschmack hätten sich bestimmt direkt in Ellie verliebt. Während dem Gespräch wusste ich nicht, ob ich sie jetzt einfach küssen soll oder wie das jetzt genau läuft, aber es ist dann so viel Zeit vergangen, dass sie dann den ersten Move gemacht hat und mich geküsst hat. Im Nachhinein hat sie mir dann auch gesagt, dass ich da als Kunde, wann auch immer ich gewollt hätte, sie küssen hätte dürfen. Nach dem Kuss hat sie dann angefangen, mir gekonnt einen zu blasen und wir hatten in meinem Schlafzimmer hotten Sex. Dirty Talk hat sie auch so ein bisschen gemacht, worauf ich sehr stehe. Naja, der Sex, der war schon so eine 9 von 10. Nice. Die 10 von 10 erreicht man meiner Ansicht nach nur mit einer Person, die man sehr gut kennt und wo mehr emotionale Bindung da ist. Nach so einer guten Sex-Session ist es natürlich wichtig, die richtigen Worte zu finden. Du erinnerst mich auch irgendwann an irgendwen. An meine Mutter. Du kannst mir auch gleich als Domina buchen, gell? Dann kann ich dich jetzt endlich so richtig verprügeln. Das ist mein Humor. Das war der Open Mind Moment, den es auf keinem anderen Kanal gibt, aber auch der Grund, warum ich keine Product Placements bekomme. Also, gönnt euch beispielsweise den Projektor 3000 aus meinem Shop. Erster Link in der Fußnote. Nach dem Sex habe ich sie dann kurz interviewt, wo auch einige sexuelle Szenarien entstanden sind. Wie kommst du auf das ganze Escort? Wie hast du das angefangen? Ich wurde tatsächlich angesprochen und persönlich akquiriert, hatte aber tatsächlich schon Bezug durch eine sehr gute Freundin von mir, die das hauptberuflich macht seit 8 Jahren. Und genau, ich habe mir selber dann 2 Wochen darüber Gedanken gemacht, als ich angesprochen wurde und mich dann dazu entschlossen, es zu testen. Die erste Erfahrung war tatsächlich sehr, sehr gut auch. Der Kunde hat mich optisch super angesprochen, persönlich war alles wunderbar und die ganzen Dates bis jetzt liefen sehr gut. Und ich dachte mir halt auch, es gibt nichts, was ich so nicht auch machen würde. Also wenn ich fortgehe und feiern gehe, würde das Gleiche passieren. Ja. Nimmst du prinzipiell jeden Kunden an? Musst du jeden Kunden annehmen? Ich muss nicht jeden Kunden annehmen. Ich habe auf meinem Profil eine Altersspanne angegeben. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht Männer über 58 treffen. Ich kann aber auch ablehnen. Also ich habe bis jetzt zwei Dates abgelehnt, einfach weil der Kunde schon bekannt war in der Akte und da es sehr viele Infos über den gibt und der hat mich einfach abgeschreckt. Das wollte ich nicht. Also was wär dann so eine Info, was dann abschreckend war? Oder ist es dass er ein koksabhängiger Geisterjäger ist. Man kann sich ja auf den Escort-Seiten ja dann immer so ein Profil anschauen. Ist das ist doch das bestimmt doch viel Fake, oder? Meine ganzen Angaben sind echt. Ich habe alle Fragen beantwortet. Das Einzige, was aus Privatsphäregründen geändert ist, ist der Name und das Alter. Mhm. Teilweise auch der Beruf, aber er geht meistens schon immer so in die Richtung. Aber ist es dann so, dass du mit manchen Kunden, dass es dann so ein schönes Date warst, dass du dann nochmal kostenlos vorbeikommst oder dann einen Sonderpreis machst? Nee, sowas auf gar keinen Fall. Viele fragen auch um die private Handynummer an, aber ich lasse alles über die Agentur laufen, weil die Agentur hat es genauso verdient, daran mitzuverdienen. Mhm. Sie vermittelt mir das, sie macht mir die ganzen Dates aus. Nur durch sie bin ich erst überhaupt zu Escort gekommen. Wie viel Prozent nimmt dann die Agentur? Meine Agentur nimmt 30% von der Gage. Ah, okay. Was aber auch weniger ist als andere Agenturen tatsächlich. Mhm. Also, wie viel verdient man im Monat? Magst du das sagen? Es bewegt sich zwischen 3.000 und 10.000. Wenn du natürlich mehr arbeitest, dann kann es natürlich auch mehr sein. Aber ich bewege mich eher im Unteren.
Ja, als High-Class-Escort kann man scheinbar schon sehr viel verdienen, doch ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht, wenn man mit so vielen Leuten Sex für Geld hat. Glaubt ihr, es ist dann schwieriger, sich zu binden, wenn man sich daran gewöhnt, so häufig neue Sexualpartner zu haben? Jordan Peterson geht sogar so weit und sagt, dass Leute, die viel Sex ohne längere Bindung haben, Psychopathen sind. Like, are you reducing sexuality as such to the act of sex? With no relationship whatsoever. So let's go to the short-term, one-night-stand, sequential relationship types. Okay, who are they? Psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic. All one-night-stand people? If they don't start out that way, they're going to end that way. The definition of a psychopath is someone who uses someone for short-term gratification. Okay, so it's definitional. Right. So, and then you might say, well, I'm not like that. I just like sex. It's like, yeah, but if you practice that for 5 years, you're not going to become what you practice. Okay, das halte ich definitiv für übertrieben, aber ich glaube schon, dass das auf Dauer nicht gut ist. Studien zeigen, dass Escorts mit überdurchschnittlich vielen psychischen Belastungen wie Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen haben. Diese Studien befassen sich aber alle mit Sexarbeit im Allgemeinen und dass Escorts im niedrigeren Preissegment es schwer haben und dass das noch ganz andere moralische Aspekte mit sich bringt, ist ja sowieso jedem klar. Aber inwiefern tritt sowas auch bei High-Class-Escorts auf? Mich würde so ein Job auch bei hoher Bezahlung mental krass negativ beeinflussen, aber das würden viele andere Jobs auch. Lieber Escort als Erdkundelehrer in Neuperlach. Der einzige Job, den es gibt, der mich mit Sicherheit nicht negativ beeinflussen wird, ist Drogentester. Regelmäßig Drogen testen und diese Erfahrungen dann dem urteilsfreien Internet präsentieren. Was soll da schief gehen? Ellie schien jedenfalls mit allem gut klarzukommen, obwohl sie, wie ihr gleich hören werdet, im Rahmen ihres Jobs auch schon potenziell traumatisierende Erfahrungen gemacht hatte. Wie ist das dann so mit deiner Sicherheit so quasi, weil manchmal sind es ja komplett neue Kunden und dann könnte man ja denken, oh, was, wenn da irgendwas passiert? Steht gerade draußen ein Typ, der wartet. Ein weiterer Punkt ist auch, weshalb ich mich einfach so wohl und sicher fühle, ist, weil Luisa immer hinter mir steht, also sie hat immer ein offenes Ohr, ist immer erreichbar, sie weiß immer genau, wo ich bin. Sobald ich mich wirklich 5 Minuten später nach dem Treffen noch nicht gemeldet habe, klingelt das Telefon, sie ruft den Kunden an, fragt, hey, geht's dir gut? Oder sie ruft mich an, sie ist total dahinter. Sie macht immer ein Personen-Check-up im Hintergrund, checkt das alles ab, wer die Person ist, ob die wirklich existiert, ob diese Person wirklich gebucht hat im Hotel. Wie schaut's aus mit negativen Erfahrungen? Du hast gesagt, meistens war es smooth, aber du hast gesagt, es gab Ausnahmen. Ich hatte bis jetzt eine creepy Situation. Da war der Kunde einfach etwas verwirrt und verstört, hat aus dem Auto Leute gegrüßt, die gar nicht da waren, hat wirklich Persönlichkeitsstörungen gehabt. Minütlich war er auf einmal total liebevoll, dann ist er mich angesprungen, war total horny und im Restaurant wollte er mich bespringen. Dann im nächsten Moment wieder, oh Gott, nein, was ist, wenn er erkannt wird, weil er ist so bekannt hier und seine Familie sieht es. Und dann wollte er am Fluss entlang gehen und im Wald seinen Akt vollführen. Und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen Angst und dann... Oh, im Wald, oh mein Gott. Ich habe das natürlich charmant geregelt, dass ich ganz am Anfang, wo noch eine Laterne ist, direkt an der Straße, hat das Waldstück begonnen, habe direkt die erste Parkbank gesehen und hab dort dann losgelegt und ja, hab ihm das als schönen Public Sex verkauft, auf den ich so stehe, auf den ich aber tatsächlich auch stehe. Ja, oh scheiße, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ja, und deine Freunde, Verwandte, Eltern, wie viele Leute wissen das und wie stehen die dazu? Meine beste Freundin weiß das und meine Mama tatsächlich auch. Sie war am Anfang sehr schockiert, bis ich ihr dann das Profil und die Agentur gezeigt habe. Und ihr ist es halt einfach sehr wichtig, dass der Kreis nicht größer wird, die das wissen. Also es hat auch, ich habe es auch nicht vor, jetzt weiter zu prallen in meinem Freundeskreis oder so zu erwähnen. Und sie hatte natürlich anfangs Angst, ja, was ist, wenn das so alte, ungepflegte Menschen sind? Und dann habe ich ihr natürlich auch erklärt, hey, wir sind hier in einer Preiskategorie, wo sich das schon selber heraus selektiert, dass wirklich dort reife Männer sind. Das dachte ich mir auch so. Die wissen, wie sie eine Frau zu behandeln haben. Und dadurch habe ich auch einfach, ich muss wirklich sagen, bessere Dates als... Was? Wie, wenn ich Tinder haben würde. Ich finde es irgendwie krass, sich so Karten anzuschauen, wo man sieht, wo Sexarbeit legal ist
Und es ist da irgendwie wirklich faszinierend zu sehen, dass Deutschland da mit der liberalen Haltung so ein ziemlicher Einzelgänger ist. Ich habe schon wieder einen Haken. Ja, was hat es psychisch mit mir gemacht, eine Escort zu bangen? Freunde haben mir manchmal erzählt, dass sie nach bezahltem Sex häufig so eine Leere gespürt haben. Ich hatte das nicht, sondern ich war danach gut drauf, aber ich hatte natürlich auch immer im Hinterkopf, dass daraus dieses göttliche Video hier entsteht. Ich war danach auch komplett schambefreit. Ich dachte mir danach nicht sowas wie, oh nein, ich hatte bezahlten Sex, sowas macht man nicht, ich Loser. Ich habe vorher gedacht, dass es für mich irgendwie eine krassere Sache sein wird, als es dann für mich dann letztendlich war. Ich hatte auch vorher Angst, dass es beim Dating abschreckend wird, wenn man sowas mal gemacht hat, aber alle Frauen bis jetzt schienen da kein Problem damit zu haben. Sie waren sogar sehr neugierig und haben sich die Story gerne angehört. Und ja, ich erzähle so eine Scheiße direkt beim Kennenlernen. Für die 2 Stunden mit Ellie habe ich übrigens 900 Euro gezahlt. Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung jetzt mal gemacht habe, aber bei dem Preis glaube ich jetzt nicht, dass ich das oft wiederholen werde. Das eine Mal hatte jetzt gefühlt keine Auswirkungen auf meine Psyche, aber wenn ich jetzt regelmäßig neue Escorts bangen würde, würde das, glaube ich, meine Einstellung zu Sex negativ beeinflussen. Generell finde ich, passen so Sex-Experimente ganz gut auf diesen Kabal. Ich will vielleicht so ein Video zu einer Tantra-Massage machen, aber da will ich noch eine finden, wo ich da die ganze Massage filmen kann oder so, und das ist nicht ganz so leicht zu finden. Damit ich mir weiterhin sexuelle Erfahrungen kaufen kann, bestellt euch die aktuelle Version vom Projekt 3000 mit diesem Rabattcode oder irgendwas anderes von den tollen Produkten im Shop, welchen ihr beim ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar findet. Wenn ihr mein Ketamin-Zeremonie-Video nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kabal.